Trockene Lippen hattest du sicher auch einmal. Und warum sie entstehen und was man dagegen tut, erkläre ich dir in diesem Video. Mein Name ist Dr. Lies Martin, Ärztin bei Dermanostik. Übrigens behandeln wir hier nicht nur Hauterkrankungen, sondern auch Erkrankungen im Bereich der Lippe und der Schleimhaut. Von daher, weil auch das Lippenleck-Ekzem so häufig auftritt, werden wir uns diesem Thema ebenfalls widmen. Die Lippe wird in zwei Bereiche eingeteilt. Einmal sogenanntes Lippenrot, also all das, was rot ist, und drumherum das Lippenweiß. Das Lippenrot, jeder kennt es, ist etwas rötlich, hat aber bestimmte Sachen, die fehlen. Und dazu zählen Haare, die Lippen sind nicht behaart. Teigdrüsen, die Lippen können sich nicht von alleine fetten. Melanozyten, hier fehlt auch die Pigmentierung. Da diese drei Fakten fehlen, sind die Lippen insgesamt empfindlicher. Das bedeutet, dass sie ganz besonders viel Pflege brauchen, insbesondere in Ausnahmezuständen wie zum Beispiel starke Hitze, Kälte oder UV-Licht. Trockene Lippen sind also saisonal häufiger. Das bedeutet im Bereich der extremen Wetterumschwünge, wie zum Beispiel im Sommer, aber auch im Winter bei der kalten Jahreszeit. Ich zeige dir jetzt 5 Lifehacks für die Lippenpflege. Vorher kommentier doch einmal, wie pflegst du eigentlich deine Lippen? Misch dir eine Creme aus Honig und Quark an. Trage das auf die Lippen auf. Honig wirkt antientzündlich und verschließend, Quark wirkt ebenfalls kühlend und antientzündlich. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, insbesondere wichtig ist Eisen, Vitamin C und Vitamin B. Drittens, befeuchte nicht deine Lippen mit der Zunge. Im ersten Moment hast du eine Linderung, im zweiten wird es aber schlimmer. Das ist das sogenannte Lippenleck-Ekzem. Das bedeutet, als dermatologische Erkrankung haben wir die Ursache für das Ekzem, also die Entzündung. Es ist nämlich der Speichel. Speichel ist nicht gut bei Trockenheit. Lifehack 4. Verschaff dir doch einen Luftbefeuchter, ganz einfach, indem du einen Topf mit Wasser nimmst, auf die Heizung aufstellst und dann durch die Hitze wird das Wasser verdampfen, die Luftfeuchtigkeit ist erhöht und von außen werden deine Lippen ebenfalls befeuchtet. Zu guter Letzt, vergiss nicht ausreichend viel zu trinken, von daher Prost! Wir haben jetzt nur über trockene Lippen gesprochen, aber es gibt noch viel mehr, was es an der Lippe gibt, was auftreten kann. Manchmal ist es auch etwas, das behandelt werden sollte. Ich freue mich sehr, wenn du was mitgenommen hast. Und falls du mehr wissen möchtest, schau bei Instagram vorbei, abonniere unseren Kanal. Unsere Hautärztinnen sind 24/7 für dich über die App oder Web-App verfügbar und wir sehen uns beim nächsten Video.